Moin Leute, willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es darum, dass mal wieder ein Status-Update jetzt kommt. Hier vom VW Scirocco meines Bruders ist ein Dieselmaschine, 2 Liter, 140 PS drin. Der betroffene Motor von dem Dieselskandal, von dem Dieselgate hier von VW, EA189. Und wie ist da der aktuelle Stand, nachdem der Wagen jetzt circa, ich glaube, 25.000 Kilometer müsste er gefahren sein, seit dem Software-Update. Und darüber reden wir jetzt. Los geht's. Ich habe mich natürlich mit meinem Bruder ausführlich über das Fahrzeug unterhalten, was so jetzt in den 25.000, die er in der Zeit gefahren ist, der fährt beruflich halt sehr viel, passiert ist und was ihm aufgefallen ist und was auch dokumentiert ist, falls das dann wirklich vor Gericht geht. Das ist einmal ganz klar. Was aber leider nicht richtig nachvollziehbar ist, weil wir haben leider keine Messung vorher gemacht. Hätte ich den Franz Simon ein bisschen früher kennengelernt, hätte man den Wagen am besten einfach auf den Prüfstand gestellt, wäre hingegangen und zack, nach dem Software-Update auch auf den Prüfstand. Denn besonders im dritten Gang, und das ist spürbar, wie ich finde, ganz klar, dass der Wagen einfach weniger Leistung hat, er zieht ein bisschen weniger. Machen wir gleich auch mal eine kleine Probefahrt, da kann ich euch das vielleicht nochmal so ein bisschen während der Fahrt darstellen. Das zweite, was definitiv nachweisbar ist, weil das im Spritmonitor alles online getrackt ist, weil es ein Firmenfahrzeug ist. Also mein Bruder benutzt den Wagen gewerblich, um zu seiner Arbeit zu kommen. Dementsprechend kann man ganz klar nachweisen, dass der Wagen einen höheren Spritverbrauch hat, als er vorher hatte. Bei gleicher Fahrweise und so weiter. Und das, denke ich, ist schon ein ganz starkes Stück. Dann auch noch ein Punkt, der meinem Bruder sehr negativ aufgefallen ist. Der Wagen ist mit einer Start-Stopp-Funktion ausgerüstet und die kennen ganz viele von euch. Start-Stopp-Funktion bedeutet, der Motor ist ausreichend warm, er schaltet an der Ampel ab. Das heißt einfach, wenn wir anhalten, schaltet er kurz ab oder wir schalten die Funktion aus. Geht natürlich auch. Aktuell ist es bei dem Fahrzeug so, diese Start-Stopp spinnt meiner Meinung nach. Die schaltet ab, wann sie lustig ist. Die schaltet nicht ab, wenn er heiß ist. Die schaltet mal ab, wenn der Motor noch ziemlich kalt ist. Der schaltet aber auch nicht wirklich immer ab, wenn er richtig warm ist. Und wenn er abschaltet, schaltet er mal für ein paar Sekunden ab. Und dann passiert es auch manchmal, dass er wieder anschaltet. Einfach so von sich aus. Ohne, dass man sagt, jo, ich will weiterfahren, tritt die Kupplung. Also irgendwas stimmt damit wirklich nicht. Bevor wir jetzt die kleine Probefahrt dann auch noch machen, habe ich mir in meinem Moleskine natürlich einige Notizen noch gemacht, was ich erzählen wollte. Es geht nämlich generell in dem Video auch darum, dass es aktuell zum 31.12. wahrscheinlich ja eine Verjährung bei den meisten Fahrzeugen betroffen vom Dieselskandal eintreten wird. Jetzt gibt es aber gesetzlich, also es soll ein Gesetz kommen zur Musterfeststellungsklage und das soll zum 1.11. kommen. Das heißt, in Anführungsstrichen wäre dann eine Sammelklage in Deutschland möglich. Und ganz klar hier vorweg, ich möchte keinem VW-Mitarbeiter irgendwie den Job irgendwie madig reden oder auch schlecht machen oder auch irgendwie gefährden oder ähnliches, aber ich finde es einfach ein sehr, sehr schlechtes und unrechtes Ding, was aktuell in Deutschland mit den betroffenen Dieselfahrern, zwei in meiner Familie, meine Freundin und mein Bruder einfach ist, weil die Fahrzeuge sind nicht mehr das wert, was sie beim Kauf waren, ist ja logisch, okay, haben wir eine Abnutzung, aber nichtsdestotrotz haben wir einfach nicht, haben wir einen ganz anderen Wertverfall bei dem Fahrzeug durch diesen Dieselskandal, speziell bei VW. Dazu erschwerend kommt natürlich das Thema, dass der Diesel generell in Verruf ist mittlerweile in Deutschland, aber das ist ja nochmal ein anderes Thema, worüber ich auch schon mal ein Video gemacht habe. Denn was ich wirklich so traurig daran finde, die Fahrzeuge werden in diesem Land hier produziert von hart arbeitenden Menschen und nicht der Führungsetage, den Managern, die entscheiden, dass da jetzt irgendwie rumgeschummelt wird, wo ich dieses Wort auch schon nicht fair finde. Das wurde einfach betrogen. Das ist nicht Schummeln. Schummeln ist, wenn man irgendwie in der Klausur oder in der Prüfung mal kurz beim Nachbarn versucht, was abzugucken, ist auch nicht in Ordnung. Hat jeder bestimmt mal irgendwie gemacht. Aber das ist schon wirklich krass, weil hier geht es um richtig viel Geld. Und in den USA ist das halt einfach gelöst worden, fair gelöst worden für die Konsumenten, das heißt für die Kunden. Da gibt es, ich habe das erst aufgeschrieben, USA, mindestens 1.000 Dollar Entschädigung, wenn man das Fahrzeug behält oder man gibt das Fahrzeug zurück. Das wird in Deutschland nicht angeboten, das wird nicht gemacht. Aktienkurs und die Umsatzzahlen von VW sind super wie schon lange nicht mehr. Und es wird nur darüber gemeckert, dass diese Kosten für den Skandal so teuer wären. Ja, sorry, aber dann fangt doch mal an, bei euren Top-Managern die Millionenboni zu streichen, anstatt es den Mitarbeitern wegzunehmen, die am Band stehen und diese Fahrzeuge produziert haben mit ihren Händen. Da kriege ich echt die Galle. Ne? Also das ist nicht in Ordnung. Dann als ganz wichtigen Hinweis auch noch, das Software-Update geschieht nicht freiwillig. Bedeutet, dass
Kraftfahrtbundesamt, sorry, war ich gerade überlegen, KBA, Kraftfahrtbundesamt, hat gesetzlich vorgeschrieben, das Fahrzeug muss diese Softwareumrüstung bekommen, denn sonst erlischt die Betriebszulassung, also Plakette wird im schlimmsten Fall entsiegelt und so weiter und so fort. Und dementsprechend gilt das gesetzlich vor Gericht, da gibt es nämlich schon ein paar Urteile zu, Privatpersonen, die schon geklagt haben, also Einzelpersonen, nicht in der Sammelklage, gilt es nicht als akzeptierte Nachbesserung, weil sonst würde es heißen, wenn ich jetzt hingehe und sage, jo, mach das, zack, danach machen die einen Haken hinter, der hat das akzeptiert, das ist in Ordnung. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist nicht der Fall, sondern das ist, ja, ist einfach eine Maßnahme, die getätigt werden musste. Das Problem dabei ist natürlich, man zerstört natürlich dadurch irgendwo ein Beweismittel, was auch eine ganz große Diskussion ist. Aber ganz wichtig, der Anspruch bleibt definitiv bestehen. Und dann gibt's da auch noch so eine Formel, die habe ich jetzt im Netz gefunden, wie man ungefähr errechnen kann, was man denn, wenn diese Sammelklage, also diese, wie hieß das, Musterfeststellungsklage wirklich durchkommt und man schließt sich dann quasi dieser Sammelklage an, was man dann quasi rausbekommt, in Anführungsstrichen werden. Aber das sind ganz nur fiktive Zahlen, also wie gesagt ein Rechenbeispiel, was ich hier in einer Zeitschrift gefunden hatte. Der Bruttolistenpreis, also Bruttolistenpreis dieses Fahrzeuges hier, mal die gefahrenen Kilometer des Fahrzeuges, geteilt durch die erwartete Gesamtleistung dieses Fahrzeug fährt. So, und das wäre roundabout, gehen wir vom Preis hier aus, bei dem Fahrzeug weiß ich nicht ganz genau, 28.000 Euro habe ich mal gerechnet, circa 90.000 Kilometer auf der Uhr, sind sogar noch ein bisschen mehr, geteilt durch, gehen wir von 200.000 Kilometern aus. Die hatten das mit einem Golf gerechnet, wir rechnen das jetzt hier mit dem Scirocco, da kommen wir auf eine Nutzungsentschädigung von 12.600 Euro und man muss diese 12.600 Euro von den 28.000 Euro Neupreis subtrahieren. Sprich, wir hätten am Ende 15.400 Euro. Jetzt frage ich mich aber, und da gab es keinerlei Infos im Netz, die ich gefunden habe oder ähnliches, darüber, weil mein Bruder hat den Wagen als Jahreswagen gekauft mit, ich glaube, es waren 4.000, 8.000 Kilometer, irgendwie sowas. Er hat ja nicht den Bruttolistenpreis bezahlt, sondern einen anderen Preis. Wird da einfach dieser Preis berechnet? Welche Kilometerleistung wird da genommen und so weiter? Also sind noch wirklich bei diesen Themen ganz viele Fragen auf, Fragen einfach offen, die ungeklärt im Raum stehen und wo keiner so wirklich drauf, ja, weiß, eine richtige Antwort. Also ich bin mal ganz gespannt, was in der nächsten Zeit sich tun wird. Ich finde es gut, dass anscheinend in der Politik jetzt dieser Gesetzesentwurf, diese Musterfeststellungsklage durchkommen soll. Soll, Konjunktiv, ich hoffe, das passiert wirklich, damit die Leute, wie auch mein Bruder, zum 31.12. nicht ihren Anspruch darauf verlieren, überhaupt zu klagen. Und falls sie es jetzt noch nicht getan haben, sonst verjährt das natürlich nicht zum Ende des Jahres. Und ich finde es halt wirklich ganz traurig, wie wirklich die Leute, die diese Marke groß gemacht haben, wir Deutschen, durch die eigene Mitarbeit, durch den Support, den Kauf solcher Fahrzeuge, das Feiern dieser Marke, Golf GTI, einfach ein geiler Wagen, Golf R und so weiter und so fort, kenne genug aus meinem Hauptkanal die Fahrzeuge. Warum werden wir in diesem Land als eigene beste Kunden, die ich sie gerne nennen möchte, wirklich bestraft? Das ist nicht fair, das ist nicht in Ordnung. Und da sollte man wirklich vielleicht mal drüber nachdenken, ob das irgendwo damit zusammenhängt, dass die Politik auch irgendwo in dem Vorstand oder in dem Aufsichtsrat ist richtig, von VW mit drin hängt. Das kann irgendwo nicht sein, als Aktionär das Land Niedersachsen, dass dann irgendwo auch der Ministerpräsident dann mit im Aufsichtsrat ist. Also ich weiß nicht, was er da beaufsichtigen möchte, der gute Herr. Okay, sei es drum, wir fahren noch eine kleine Runde, die ich euch auf jeden Fall zeigen möchte, wo der Durchzug dann so ein bisschen fehlt. Besonders im dritten Gang ist das ganz am Anfang schon direkt aufgefallen. Gucken wir uns mal an. Das ist natürlich die persönliche Wahrnehmung, das ist mir ganz klar. Aber ich bin das Fahrzeug auch in einer Zeit lang häufiger gefahren und ich weiß genau, wie es fuhr und wie es jetzt fährt. Und daher denke ich, kann ich dazu ganz gut was sagen. So, fahren wir jetzt mal hier auf der Landesstraße. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, mal ein bisschen zu beschleunigen, weil hier in dem Teilabschnitt 100 ist. Und genau jetzt hier
im dritten Gang, da fehlt einfach die Leistung. Das war definitiv anders. Der ist ein bisschen träger geworden. Gerade im dritten Gang ist das ganz, ganz auffällig. Das scheint irgendwo in allen Gängen ein bisschen zu sein. Aber im dritten Gang ist es am extremsten. Und es ärgert mich wirklich schwarz, dass wir vor dem Software-Update nicht einen Leistungsprüfstand aufgesucht haben und das Fahrzeug da gemessen haben. Weil dann hätte man das wirklich auch schwarz auf weiß und könnte das genauso vorlegen. Das haben einige Betroffene gemacht, wie ich weiß. Und da gibt es sehr interessante Dokumentationen, die man im Netz findet, wenn man ein bisschen danach sucht, wie Betroffene die Leistungsprüfstandsmessungen, die das einfach nachweisen, genau das, was ich jetzt hier auch nur durch mein Empfinden schildern kann, schwarz auf weiß einfach zeigen. Und das finde ich jetzt ein ganz, ganz starkes Stück, weil man sollte sich natürlich auch ein bisschen darüber Gedanken machen, überlegen, wenn so ein Software-Update für diese ganze Problematik eine Lösung ist, warum hat denn diese Software in dieser Version nicht schon vor 10 Jahren existiert? Klar, die Programmierer entwickeln auch immer weiter und werden auch immer besser und was weiß ich. Aber sorry, dass jetzt hier das Abgas und was da alles jetzt das Problem ist, so viel besser ist nur durch ein Software-Update? Und vor ein paar Jahren konntet ihr das nicht programmieren? Ohne eine Hardware-Lösung? Weiß ich nicht, ob das wirklich nachvollziehbar ist. Weiß ich nicht. Sagen wir es mal so. Na, also dementsprechend, weil viele Leute mich hier im Kanal, also im Hauptkanal, darum hier wieder. Als ob da ein kleines Loch wäre, irgendwie so. Er will, aber er kommt nicht. Zieht die Bremse, Handbremse angezogen. So fühlt sich das ein bisschen an. War definitiv anders. Dann auch, wie gesagt, die Sache mit dem Start-Stopp ist jetzt an. Temperatur ist auch warm. Ich bin gerade noch ein bisschen gefahren. Ich halte jetzt einfach mal an. Schaltet nicht aus. Schaltet gar nicht aus. Macht er fast nicht mehr. Das kann auch nicht stimmen. Das kann alles nicht stimmen. Das ist wirklich ganz, ganz kurios. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und VW sagt auch von sich aus, ja, Software-Update, alles in Ordnung, keine Fehler im Fehlerspeicher. Und das kann es nicht sein, dass man dann da so abgespeist wird. Dementsprechend, wie gesagt, einige Abonnenten haben mich darum gebeten, sagt immer wieder was zu diesem Skandal. Zeig mal, was der Scirocco so kann, was ist beim Scirocco los, weil ihr kennt das Fahrzeug aus den Waschvideos natürlich. Und dementsprechend interessiert mich natürlich eure Meinung. Was wird in Zukunft passieren mit dem VW-Thema? Vielleicht geht das Ganze auch so ein bisschen, ist meine Vermutung, unter, durch generell, dass Diesel nicht mehr willkommen sind in unserem Land, was ich wirklich sehr, sehr schade finde, weil das von der Politik und auch von den Automobilkonzernen sehr stark gefördert wurden in den letzten Jahren, wurde immer gesagt, ist auch das bessere Fahrzeug, das saubere Fahrzeug. Die Effizienz des Motors ist definitiv besser bei einem Diesel als bei einem Verbrenner, Benziner. Und ich finde es wirklich schade einfach, schade. Das soll jetzt noch nicht mal irgendwie so ein Hate-Video auf VW oder sowas sein, absolut nicht, keine Frage. Nur, ich finde immer, man merkt den Charakter eines Menschen, genauso wie auch einer Firma, dann an, wenn es Probleme gibt. Kann ich mich Problemen offen stellen und finde ich eine faire Lösung für die Beteiligten? Und fair ist meiner Meinung nach diese Lösung, die aktuell in Deutschland herrscht, nicht. Weil es mit Arbeit und Aufwand jetzt auch verbunden ist, für meinen Bruder hinzugehen, sich einen Anwalt zu nehmen und eventuell auch mit Kosten. Und das ist nicht okay. Dementsprechend gerne Daumen hoch fürs Video. Seid kritisch, haut's rein in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao.